Moin Moin und hallo! Guten Tag! Zu Game One MTVs bescheidenem Bildgewitterbeitrag zum Thema globales Videospiel. Wo stehen wir jetzt? Wo gehen wir hin? Das alles kommt jetzt noch ein Tick schneller als nachher, und zwar in der Vorschau. Heute bekommt ihr bei Game One alle Infos zu Viking Battle for Asgard. Darüber hinaus zeigen wir euch in unserer Top 5, dass man zum Spazierengehen nicht das Haus verlassen muss. Wir beginnen aber mit einem Exklusivbericht vom Alone in the Dark Event in New York. Unser erstes Thema braucht kein Licht, denn nur im Dunkeln gruselt es sich gut. Und noch gruseliger wird es, wenn man im Dunkeln ganz alleine ist. Aha! Wir haben uns Alone in the Dark 5 schon mal vorab für euch angesehen und sagen euch jetzt, ob es Licht ins Survival-Horror-Genre bringt oder ob wir dabei schwarz gesehen haben. Ach ja, buh! Alone in the Dark, das Spiel, welches 1992 das Survival-Horror-Genre begründete, kommt zurück. Alone in the Dark macht natürlich nur Sinn in einem Park. Und deswegen sind wir nur für euch ganz extra an die Hamburger Außenalster gefahren, um von hier aus etwas über das Spiel herauszufinden. Das ist natürlich Quatsch. In Wirklichkeit sind wir nämlich nach New York in den Central Park gefahren. Denn da spielt Alone in the Dark. Und dort gehen mysteriöse Dinge vor sich. Und damit die aufgeklärt werden können, ist der Protagonist des allerersten Teils der Serie wieder zurück. Wenn auch mit leichten Gedächtnisproblemen. My God. Who the hell am I? I'm Edward Carnby, of course. Den ersten Teil habe ich als Student für mich entdeckt. Damals arbeitete ich noch nicht in der Spieleindustrie. Und ich spielte dieses Spiel und ehrlich gesagt, ich war gefesselt. Es war so anders. Es war so unglaublich. Ich spielte es an nur einem Tag durch und insgesamt 10 Mal. Und hätte mir damals einer gesagt, dass ich meine Vision für eine Fortsetzung verwirklichen könnte, ich hätte es nicht geglaubt. My vision for a sequel, I wouldn't have believed it. Wir haben das Spiel natürlich für euch angezockt. Reizüberflutende Autofahr- und Actionsequenzen wechseln sich mit freiem Herumlaufen im zombie-infizierten Park ab. Die Physik-Engine sorgt dafür, dass sich Brände realistisch ausbreiten. Ein innovatives Kapitelsystem teilt die Story in frei anwählbare Abschnitte ein. Unser erster Eindruck war sehr vielversprechend. Es geht nicht darum, wie fies, wie blutrünstig oder wie ungewöhnlich die Monster sind. Es geht um Spannung und um Atmosphäre. Es geht um die Angst davor, eine einfache Tür zu öffnen, weil man gar nicht wissen will, was sich dahinter verbirgt. Noch spannender ist die Frage, was geht im Central Park vor sich? Game One Investigativ in New York. Wir starten jetzt gleich in den Central Park und fragen uns, ist Alone in the Dark geistige Umnachtung oder aber nächtliche Umgeistung? Angeblich verbirgt sich auch im echten Central Park ein düsteres Geheimnis. Mutantenbäume? Todbringende Eichhörnchen? Nein. Wir haben tatsächlich alle Legenden und Mythen rund um den Central Park aufdecken können. Es sind diese Menschen, die für alles Leid und für die ganze Angst, die auch unter den Bewohnern New Yorks herrscht, verantwortlich sind. Hippies. Das ist nun wirklich zu gruselig. Dann doch lieber Alone in the Dark. Diesmal die Wii-Version. Die Abstriche bei der Grafik wollen die Entwickler durch die Steuerung wieder wettmachen. Der Producer verriet uns stolz, was Nintendo vom Spiel hält. Sie waren sehr begeistert, als sie die Version sahen, denn endlich werden die Wiimote und das Nunchuck mal auf eine fortschrittliche Weise genutzt. Es ist keine Portierung, es ist eine Adaption. Wenn ihr die Wii-Version spielt, werdet ihr Dinge sehen, die nicht in der Xbox-Version sind. Und wie das genau aussieht, zeigt euch der Producer der Wii-Version persönlich nun weltexklusiv im Central Park. Behind you! Oh my God! Get the torch! It's too dark! Yes! Behind you! Come on, Max! Alright, it's good! Combine things!
Meine Philosophie beim Erstellen eines Spiels wie Alone in the Dark ist es, die Immersion, also das Eintauchen in die Spielwelt, so einfach wie möglich für den Spieler zu gestalten. Je tiefer er im Spiel versinkt, umso mehr kann er wirklich an die Handlung glauben und die Atmosphäre spüren. Und wenn er an das glaubt, was ich ihm zeige, dann kann ich ihn Angst, Freude oder andere Dinge empfinden lassen, dann funktioniert das Spiel. Wir hoffen zum Release im Juni auf einen wirklichen Kracher. Alone in the Dark wird höchstwahrscheinlich sehr spannend, sehr düster, sehr dunkel und hoffentlich auch gut. Und damit gebe ich wieder zurück an uns im Schwarzwald. Wir haben keine Zeit zu verlieren, also Schluss mit Schwafelei. Next up. WrestleMania mag zwar schon vorbei sein, aber dennoch herrscht Grund zur Freude. Erstmals gab es nämlich Ingame-Material von SmackDown vs. Raw 2009 zu sehen. Wir erwarten mal wieder eine deftige Backpfeifenorgie. Von den Hellgate-London-Machern kommt bald neues Spielefutter. Im Online-RPG Mythos wird man mit Menschen und Gremlins auf die Jagd gehen können. Das Beste daran, es ist kostenlos. Dark Sector, der Sci-Fi-Shooter für PS3 und Xbox 360, hat von der USK keine Einstufung bekommen. Damit wird der gerade erschienene Titel in Deutschland nicht veröffentlicht. Da freuen sich die österreichischen Importhändler mal wieder. 10 Jahre nach der berühmten Nordland-Trilogie ist es bald soweit. Der Release von Das schwarze Auge Drakensang findet kommenden Juli statt. Nach unserem Studiobesuch im Dezember konnten wir jetzt vorab Hand ans Spiel legen. Neben der stimmigen Fantasy-Atmosphäre macht auch das Gameplay einen soliden Eindruck. Gelungen ist das Echtzeitkampfsystem mit Pausenfunktion, welches für mehr Dynamik sorgt. Wir hoffen schwer, dass auch der Rest des Spieles passt. Zeit für Besinnlichkeit. Die Top 5 der schönsten Spielspaziergänge. Kennt ihr das? Manchmal sehen Spiele so hübsch aus, dass man eigentlich gar nicht zocken will. Stattdessen geht man auf Sightseeing und schaut sich lieber die Gegend an. Virtuelle Spaziergänge gehören zu unseren Lieblingshobbys, schnürt die Wanderstiefel und kommt einfach mal mit. Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Crysis steht in erster Linie für Geballer. Ohne Waffen entfaltet die Umgebung ihren Reiz aber erst richtig und lädt zum Verweilen ein. Nachtwanderung mal anders. Die niedergegangene Unterwasserstadt Rapture aus Bioshock bietet sich für einen Spaziergang förmlich an. Wer durchgespielte Abschnitte nochmal begeht, entdeckt jede Menge Hinweise und Details aus einer besseren Zeit, für die man im Kampf kein Auge hat. Wenn Rollenspieler verträumt auf den Bildschirm starren, kann es sich nur um World of Warcraft handeln. Zuschauen und genießen. Einmal Astronaut sein. Mass Effect erfüllt diesen Kindheitstraum und schickt euch auf den Mond. Das Ergebnis? Ein ganz großer Schritt für die Atmosphäre. Oft kopiert, nie erreicht. In Shenmue stand die Stimmung immer an erster Stelle, besonders wenn man auf Wanderschaft ging. Unsere klare Nummer 1. Was uns mit Viking Battle for Asgard ein barbarisches und beeindruckendes Spiel erwartet, war uns zumindest spätestens seit der Games Convention klar. Ich bin erzückt! Aber Entwickler Sega ist nun mal eben Sega und deshalb polarisiert der Paradeschnetzler seit seinem Release wie kein anderes Spiel. Wir haben uns dazu lieber eine eigene Meinung gebildet und dabei Massen an Monstern für euch nach Valhalla geschickt. Fable trifft auf Wiki, trifft auf 12 Pfund Gehacktes. Viel Spaß mit Viking. Monster, Drachen, Mutationen, Massenschlachten, Explosionen. Sega ruft zu den Schwertern und stürzt sich mit euch in Schlachten der Superlative.
In Viking tragt ihr ganz allein das Schicksal der Wikingerwelt auf euren schrankgroßen Schultern. Die Story dazu kann man aber getrost vergessen und sich stattdessen auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Waffen, Wellen, Wetter. Schließlich brauchte man für die Lego-Wikingerburg früher auch kein beigelegtes Buch. Eure Mission, hübsche, aber herbe Männerlandschaften erkunden und um jeden Fleck Erde bis zum Umfallen kämpfen. Doch davor muss erstmal befreit werden, und zwar eure Wikinger-Kollegen aus der finsteren Nachbarschaft. Denn erst mit ausreichender Unterstützung dürft ihr euch in eine der riesigen Schlachten wagen, in der die zuvor befreiten Kameraden dann freudig ihr Leben für euren Sieg hingeben. Dabei müsst ihr euch als einziger Mann unter Mem den mächtigen Monstern meistens ganz alleine stellen. Als Belohnung dürft ihr danach aber auch kurz mal den Drachen draußen spielen lassen. Ja, Drachen, denn für Haue besonders große Haudegen gibt's Punkte und für die gibt's dann Drachen. Aus taktischer Sicht sind eure drei Drachen allerdings so variantenreich wie ein Gaskocher. Schritt 1, Einsatzort wählen, Schritt 2, einheizen. Im Kampf Mann gegen Mann wirkt das Viking-Kampfsystem wie Virtua Fighter fürs God of War-Publikum. Komplizierter zu kombinieren, aber umso befriedigender, wenn alles vorbei ist. Wichtig im Kampf, Schwert dann galant ausweichen und dann brutal kontern. Eure Angriffe baut ihr, mit freundlicher Unterstützung der feindlichen Horden von Hel, zu ständig neuen Kampfchoreografien gegen eine Gegnerzahl eurer Wahl zusammen. Kreaturen, Kampf und kolossale Kriegsführung. Das alles kriegt von uns viel Lob und Applaus. Aber ein paar spielerische Schnitzer außerhalb der Schwertgefechte stechen einem dann doch recht schnell ins Auge. Drei Dinge in Viking, die verprügelt gehören. Nummer 1. Sega hat zwar die Quicktime-Events erfunden, aber deren Evolution verschlafen. Woher kommt diese schon fast krankhaft anmutende Fixierung auf den B-Button? Wieso nicht mal zur Abwechslung was anderes, so X oder so? Das wäre abgefahren. Nummer 2. Eure Kameraden machen viel, aber nicht viel Nützliches. Außerhalb der Massenschlachten fragt man sich des Öfteren, wieso hilft mir keiner aus dem verdammten Dorf, wenn mich 100 Meter weiter eine Truppe Monster anspringt? Wir haben nachgefragt. Also hör mal, ich hatte heute einen Horrortag. Ich muss erst ewig bei der Schmiede in der Schlange stehen, ja? Dann habe ich mir nur mal kurz die Schlägerei angeguckt und dann habe ich kurz was getrunken, weil es war nämlich ganz schön heiß heute und dann habe ich vielleicht ein bisschen was gegessen und dann bin ich voll in die Scheiße getreten und jetzt kommst du mit deiner Kackschlacht? Ich glaube, es hakt! Und Nummer 3. Fragen über Fragen, Schnitzer über Schnitzer. Wieso ruckelt Viking manchmal ohne Grund? Wieso ist die Kamera so unsympathisch zuckelig unterwegs? Und wieso klingen Seilnetze wie Plastiktüten? Fragen über Fragen, Schnitzer über Schnitzer. Gut, man kann Viking also vieles vorwerfen, eines aber nicht, dass es keinen Spaß macht. Manchmal muss man sich den Spaß selbst suchen, aber besonders in den Massenschlachten lässt er sich kaum vermeiden. Hey, außerdem gibt es da Drachen. Drachen! Es gibt ein schönes Sprichwort, das passt ganz gut zum Abschied und das geht folgendermaßen: mtv.de/gameon. Gameon.mtv.de. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Leben Sie wohl und hauen Sie stets rein. Also hör mal, ich kann doch nicht noch einen Tag. Hier so? Ja, genau so. Ah! Wir brauchen was für die Outtakes, verstehst du? Ja, für die Outtakes brauchen wir was. Au, ich hab mir wehgetan. Au! Tschüss, Uke. Tschüss. Wichtig im Kampf, Schwert dann galant ausweichen und dann brutal kontern.